Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute schon wieder. Ach nee, ich habe schon wieder die gleiche Map wie beim letzten Video. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so sehr leid. Aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil ich nämlich was anzusprechen habe. Und zwar. Oh, wieso habe ich denn jetzt zwei? Ist das eine optische Täuschung? Nein, ich habe wirklich zwei. Als erstes wundert ihr euch bestimmt, warum jetzt gestern kein Video kam. Das Ganze liegt daran, dass ich aufnehmen wollte. Dann kam meine Mutter ins Zimmer. Da dachte ich mir so. Super, gut, egal. Die Aufnahme war eh erst ein paar Minuten. Ich mache die Runde fertig, mache danach noch eine. Die Runde habe ich gemacht. Sie war schön. Sie war sehr schön. Mein Mikrofon war gemutet. Die ganze Aufnahme lang. Das heißt, ich hatte eine Aufnahme ohne Ton und das ist dann auch nicht so das Gelbe vom Ei. Das lassen wir mal lieber. Aber naja, dann gab es halt keine wunderschöne Aufnahme. Dafür ist aber heute eine und ich habe mich da sogar dazu entschlossen, mir ein Thema rauszusuchen, weil ich nämlich was bevorstehen habe. Wie ihr es wahrscheinlich jetzt schon auch im Titel mitbekommen habt, habe ich vor, ein Q&A Part 2 aufzunehmen. Ich habe mir dafür schon die Kamera geholt vom Jura, die habe ich mir geliehen. Übrigens ist ja bald auch Weihnachten und meine Mutter hat nichts gegen eine Kamera einzuwenden. Das heißt, wenn ihr eine coole Kamera habt, wo ihr wisst, dass die wirklich gut ist, dann könnt ihr mal den Namen in die Kommentare schreiben. Dann würde ich mir die gerne mal anschauen, weil ja, Meinung von anderen ist natürlich immer gut. Feedback quasi. Ist natürlich immer schön. Und, ja, dann fände ich cool, wenn ich da vielleicht was Cooles rausbekommen würde. Die von zum Beispiel Ungespielt, die er jetzt in seinen Vlogs verwendet, finde ich zum Beispiel mega cool. Oh, nice, ich habe ihn bekommen, krass. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, der kriegt mich jetzt noch. Auf jeden Fall die Ungespielt, beziehungsweise Unge jetzt auf seinem Vlog-Channel im Moment in seinen Japan-Videos verwendet. Die finde ich auf jeden Fall sehr cool, aber ich habe keine Ahnung, was für eine das ist. Weil der die auch nirgendwo verlinkt hat. Ich weiß nicht, ob er das schon mal irgendwo erwähnt hat. Aber ich habe es noch nirgendwo irgendwo gelesen oder gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich das nicht so schnell hätte finden können. Aber wenn es jemand von euch weiß und mir reinschreiben würde, wäre auf jeden Fall sehr schnieke. Und jetzt porten wir uns mal nach Hause. Weil mit 13 Gold kann man sich schon mal nach Hause porten. Ich dachte, ich habe gerade überlegt, ob ich doch noch kurz in der Mitte bleibe. Aber habe es jetzt doch gelassen. Ich hole mir erstmal das schöne Schwert. Und dann holen wir uns sogar mal den besseren Bogen. Das mache ich wirklich selten. Aber ich dachte mir jetzt so. Ja, um nochmal auf das Q&A 2 zurückzukommen, was eigentlich der Grund dieses Videos ist. Natürlich brauche ich wie immer ein paar Fragen, die ihr mir in die Kommentare stellen könnt, weil sonst kann ich das Ganze ja nicht aufnehmen. Ich fände es cool, wenn ihr vielleicht ganz kreativ sein könntet. Ich möchte jetzt nicht sowas lesen wie, was ist deine Lieblingsfarbe, weil ganz ehrlich, ich denke nicht, dass das wirklich Leute von euch interessiert. Übrigens da mal zum Thema, wir waren heute in einem anderen Klassenzimmer, weil wir eine Vertretungsstunde haben und da waren Steckbriefe von 5-Klässlern und da wurde nach ihren Lieblingsfarben gefragt und sie haben hingeschrieben, bunt. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern mehrmal. Ah, er hat einen Bogen. Er hat einen Bogen. Nein! Was? Wieso hatte der denn jetzt bitte einen Bogen? Damit habe ich aber gar nicht gerechnet. God damn it. Aber ja, die 5-Klässler haben bunt drauf geschrieben. Lieblingsfarbe. Bunt. Oh, oh, und dann wurde nach dem Lieblingssong gefragt und da stand. Stand dann irgendwelche irgendwie Love Me Like You Do und dann kam Bitch Better Have My Money. Naja. So, als 5-Klässler ist ja bestimmt auch mein Lieblingslied. Bin euch doch nicht. Mann! Nein! Um nochmal zum Thema des Videos zurückzukommen, fände ich es ganz cool, wenn ihr mir Q&A-Fragen in die Kommentare schreiben könntet. Ihr könnt kreativ sein und ich werde das dann die Tage aufnehmen. Das einzige Problem ist noch, dass ich es eigentlich ganz gern draußen aufnehmen würde, aber wie es euch wahrscheinlich bekannt ist, habe ich auch das letzte Q&A mit dem vorhandenen integrierten Mikrofon der Kamera aufgenommen. Und dass die Audioqualität nicht besonders krass gut, vor allem nicht, wenn es windig ist und dann hört man dauernd nur Rauschen. Das heißt, ich müsste dann an eine Stelle oder an einem Tag rausgehen und das... an dem es nicht ganz so windig ist oder an eine Stelle gehen, an die es nicht besonders windig ist. Sonst habe ich schlechte Karten. Wie lange will der Keller jetzt noch in der Mitte bleiben? Mann, hör auf! Ich gehe gleich. X-Lukas X100. So, Leute.
zeige euch jetzt, wie das die wahren Profis des Lebens machen. So, Leute. Mein Bett wird jeden Moment weg sein, das merke ich schon. Mehr brauche ich nicht, einen Bogen. Also cooler geht's ja wohl nicht für eine Bed Wars-Folge, oder Leute? Essen, 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 essen. Denkst du, dass meine Chancen... Kannst du jetzt mal aufhören, mich auf Skype zu schreiben? Ich glaube, es hackt. Stopp, welches Bett wurde jetzt abgebaut? Lukas, Mini Babo, dein Bett ist jetzt dran. Schuss. Ich hol's mir. Ich weiß ungefähr, wo es ist, weil ich weiß, aus welcher Richtung du kamst, Kollege. Kannst du nicht verschweigen. Ich weiß es genau. Ich nehme mich jetzt in die Mitte, geh, Mini Babo. Stopp. Wo willst du denn hin? Sieht er mich? Ich weiß nicht, dass ich auch einen Bogen hab. Hä? Und jetzt? Und jetzt? Nice. Nice. Die Runde könnte sogar echt gut enden. Ich sollte vielleicht doch in die Mitte gehen. Ich weiß es nicht. Bitte schießt mich nicht ab. Wenn 3 von 3 Leuten einen Bogen haben, ist es wirklich echt unwahrscheinlich, einen Weg in die Mitte zu schaffen, ohne dabei zu sterben. Bitte lass mich überhaupt, Paula. Ich bin ein Engel. Ha. Vielleicht soll ich auch einfach nur zu der Base zurück. Aber wenn ich jetzt sterbe, ich lasse es lieber. Ich gehe auf sicher, Leute. Ich gehe auf sicher. Ich traue mich nicht. Ich hatte es ja fast gemacht. Stimmt's, Leute? Er hat es auch fast gemacht. Ach, das Endbattle gegen Lukas. Gerne. Jetzt komm her, du Halunke. Pow! So, GG. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Denkt daran, mir in die Kommentare zu schreiben, ob ihr vielleicht eine coole Karte habt. Karte? Kamera habt. Und was für Fragen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir fragen ihr... In die Kommentare schreiben. Wenn gute dabei sind, wird das nächste Video sogar schon das Q&A sein. So als kleines Update. Weil das Alter dann doch schon relativ lang her ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Übrigens habe ich ein neues Cape. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das ist von Lorem. Das ist ein Zuschauer von mir. Das hat er mir gemacht. Finde ich wirklich cool. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Leute.